Kaum erschnüffeln sie so ein bisschen Landluft, schon kriegen sie das Maul jucken. So ist das. Tja, die Frage ist jetzt, was greift er an? Was wird er angreifen? Wir warten noch. Ich lasse sie noch warten. Warten, warten. Zug beenden. Okay. Der Kraken zieht sich zurück. Also der Kraken kann wirklich nur Seeeinheiten angreifen. Sehr schön. Aber wenn er meint, mich erpressen zu müssen, jo, soll er es versuchen. Aber dann kriegt er auch die entsprechende Antwort, ne? Ist klar. Diejenigen, die Civ 2 bei mir geguckt haben, die kennen das eh schon von mir. Verzaubererwerkstatt, ja, nimm mir das mit. Batsch. Handelsposten ist auch geil. Handelsposten ist auch gut. Das bringt gutes Geld. Fledermaus vor, sehr schön. Dadurch ist es, dürfte das Finanzamt jetzt langsam wieder in Betrieb sein. Ach so. Ah, okay. Jetzt ist es wieder in Betrieb. Kann ich das hier auch machen? Das Gebäude kann nicht aktiviert werden. Erforderliches Gebäude. Ah, okay. Okay, alles klar. Ah ja. Interessant. Die Gebäude müssen also aktiviert werden. Das ist sehr interessant. Doch, doch. So, einmal Skelettkrieger, Drill, meisterliche Rüstung, feine Rüstung. So, dann fahrt schon mal vor. Der meint, mein Schiff angreifen zu müssen. Gut, hier kommt die Antwort. Scheint eine Ungeheuerstadt zu sein. Die haben wir nämlich auch noch nicht. Und die nächste Caravellus ist fertig. Sehr gut. Die wird aber gleich erstmal warten. Ich hoffe, dass mir der Kraken nicht zu sehr auf die Pelle rückt hier. Das muss nämlich nicht sein. So, du bist ganz wichtig. Du musst auf jeden Fall mitkommen. Dich wollte ich als Wache da behalten. Du wirst auch da bleiben. Genauso wie ihr, genauso wie ihr. Bin mal gespannt, wann der menschliche Siedler gebaut werden kann. Es wurde ein neuer Zauber erforscht, Herr. Sehr gut. Kleiner Feuerball. Was haben wir hier? Totaler Schutz. Macht das Ziel absolut immun gegen alle Schadensarten. Betäubt es aber auch. Genau, betreut es auch. Ja, Lars, alles klar. Es betreut es auch. Mhm. Sehr gut. Nee, ein Gehöft war hier. Das könnt ihr ruhig wieder aufbauen. Das ist okay. Das war schon in Ordnung. Was ist das denn hier? Kammer der Pfeile. Ah ja. Eine Werft können sie auch bauen. Problem ist halt bloß die Seeschlange. Aber baut trotzdem mal eine Werft. Beziehungsweise nein, ihr baut keine Werft. Ihr baut eine Bank. So. Ja, das Ding ist, das Vieh kann, glaube ich, auch über zwei Felder angreifen. Der Labyrinth ist fertig. Okay. Segel setzen. So, schön aufdrängen, ne? Ist klar. Damit der Gegner ja nicht auf die Idee kommt, die Frachtschiffe anzugreifen. Was er trotzdem machen wird. Mit Sicherheit. Er wird es zumindest versuchen. Gehe ich schon fast von aus. Auf die Landungsboote! Alle Mann an Deck! Beziehungsweise alle Skelette an Deck. So, dann kann der nächste Runde auch mit. Sehr gut. Warten, warten. Was haben wir hier noch? Warten. Nächste Runde. Gut, der Skelettsiedler ist nächste Runde da. Wunderbar. Okay.
Sehr schön. Wie gewollt. Wunderbar. Perfekt. Es wurde ein neuer Zauber erforscht, Herr. Segen der Fruchtbarkeit. Das ist natürlich auch so eine Sache. Nehmen wir gerne mit. So, zwei Rekruten. Irgendjemand kocht Mittag. Riecht lecker. Oh, ich sehe gerade... Oh Gott, habe ich wenig Geld. Okay, wir müssen ein bisschen sparen, Leute. Alter, wie wenig Geld ich jetzt habe auf einmal. Na hoppla. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Wir bleiben genau hier. Plötzlich habe ich so wenig Geld, sag mal. Kann ja nicht angehen. Ja, daneben baut er gleich die nächste Abwehranlage. Ist klar. Hast du Angst vor mir, mein Freund? Zu Recht. So leicht kommst du mir nämlich nicht davon. So leicht kommst du mir nicht davon, mein Freund. Und die nächste Karavellos ist da. Perfekt. Warten, 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 warten. Zug beenden. Und der Siedler ist da. Perfekt. Zack. Wir haben eine neue Stadt gegründet. Jawohl. Knochenheim. Wer kennt sie nicht? Die legendäre Ortschaft Knochenheim. Siehst du? Gratulation. Ihr habt erfolgreich einen neuen Zauber erforscht, Herr. Voller Diebe, Banditen und allen möglichen Gelichter. Mhm. Dieben. Dieben. Ja, gut, dann habt ihr ja was zu tun, Jungs, ne? Sie scheinen sehr umwerfend zu sein. Jo, das war der Empire Earth-Schrei. Feuer frei! Das war eher ein Rise of Nations-Schrei. So, was ist das denn hier? Wiederaufbau. Regeneriert etwas und Gesundheit einer unbelebten verbündeten Einheit. Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Ritter verlässt eure Dienste. Ja, dann soll er. Soll er. Tschüss. Ja, wollen wir loswerden. Tschüss. Brauchst nicht wiederkommen. Resistenz 25. Achso, der ist eh gerade. Achso, ja. Mhm. Aye, aye, Captain. Gut, das Schiff wird sich wohl erstmal zurückziehen müssen. Aber wenn wir Glück haben, brauchen wir uns ja eh nicht mehr großartig drum kümmern. Den Rest werden nämlich unsere Landeinheiten erledigen. Die schon gelandet sind. Sieht gut aus. Jo. Ne. 7 Schaden. Okay. Fahr mal ruhig ein bisschen weiter distanziert, aber so, dass du trotzdem schon mal ganz gut in der Nähe bist. So. Caravellus. Wir dürfen zweimal bauen. Was bauen wir denn? Bibliothek? Ja, boah, würde ich fast sagen, ne? Bibliothek. Bauen wir die dahin. Was können wir noch bauen? Eine Seelen... Oh, eine Seelenmühle. 75 Mana. Kostet aber 8 Unterhalt. Uiuiuiuiui. Oh, die Stadt aber auch nur noch einen Platz, ne? Scheiße. Ja, baut die Seelenmühle. Ist okay. Beförderung. Starker Bug. Verzaubererwerkstatt. Gehöft. Sehr schön. Wo ist denn hier? Ist denn hier eventuell auch wieder was aufgetaucht? Oder? Sieht nicht so aus, ehrlich gesagt, ne? Oder? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Also, bei mir in der Gegend ist nichts aufgetaucht. Erstaunlich. Ich hätte gedacht, da würde was spawnen. Aber da wir ja Truppen da in der Nähe haben, anscheinend nicht. Hm. Schön, dass sie vor allen Dingen als Monster gelten, die Diebinnen. Was?
Ritter bietet euch eure Dienste an. Was ist denn das für einer? Magierritter. Unterhalt 15 Mana. Kostet aber 700 Gold. 15 Mana. Den würde ich mir sogar leisten können. Aber mal gucken. Vielleicht holen wir den uns. Wenn es irgendwie möglich ist. Erstmal holen wir uns das Versteck. Adlerauge. Fernsicht. Ah ja. Auch schön. Ja, das hat die doch glatt umgehauen. Die gute Frau. Ja, ich glaube, die Ortschaft können wir besetzen. Immer noch nicht. Was ist denn das jetzt? Gut, dann feuern wir nochmal rauf. So, jetzt aber. Und damit hat sich das erledigt. Warum hat er eigentlich so viele Fokus? Sag mal, hat er Angst? Das sieht fast so aus, als hätte er Angst. Frag mich vor was. Ah ja! Was haben wir denn hier? Ja, erste Batterie. Ach, unser Fort hat übrigens überlebt. Das finde ich interessant, dass das Fort tatsächlich überlebt hat. Gnomensiedler können wir bauen, okay. So, hier können wir auch was bauen. Vampir, Vampir an. Bauen wir doch erstmal eine Bank. Würde ich vorschlagen. So, hier können wir, glaube ich... Ne, Gehöft sollten wir hier besser wohl nicht bauen. Aber wir können auf Mana bauen ein bisschen. Finanzamt können wir hier bauen. Aushabt. Ja, dann baut erstmal das Finanzamt. Ich glaube, das ist besser erstmal. Goblinhalle. Oder Goblin-Gilde. Okay. Fischerdorf. Ihr seid momentan sehr auf Nahrung getrimmt, ne? Fleischhauer. Sandwüste. Aha, aha. Okay. Gehöft. Ja, was bauen wir denn? Das ist eine gute Frage, ne? Dann bauen wir die Goblin-Gilde. Ja, dann bauen wir die. Warum nicht? Zack. Wird die gebaut. Goblin-Siedler kann jetzt rekrutiert werden. Ach, das ist unsere erste Stadt der Goblin... der Monster. Okay. Ja, gut. So, du kriegst erstmal Heilung. Die Bank ist fertig. Sehr schön. Und du wartest. Ah ja. Wir wissen schon mal, wo seine Hauptstadt steht. Eure Exzellenz, jemand bitte demütig um eure Unterstützung. Erobert die Stadt des Großmagiers Hornburg. Hellebardenträger. Aha. Ja, warum nicht? Wir haben eine Beförderung. Wüsterangriff. Ja, macht sie nieder. Solltet ihr schaffen. Jo, schaffen sie auf. Lebenswaffenverzauberung. Alle Angriffe der Ziereinheit bewirken zusätzlich Lebensmagie-Schaden. Ah ja. Auch nicht schlecht. So, wir dürfen nochmal bauen. Was bauen wir denn? Ja, bauen wir erstmal eine Bank. Genau, bauen wir mal eine Bank. Erstmal die Gewinne ein bisschen steigern. So, was bauen wir hier Feines? Die können ruhig mal einen Hafen bauen, genau. So, wir dürfen zweimal angreifen. Ja, genau, da macht man die Festung, da schaffen sie nicht mal. Gut, aber die schaffen das. So, damit hat sich die Festung nämlich gleich erledigt. So, wir sollen die Hornburg angreifen, dann machen wir das. Jetzt muss ich so ein bisschen an Helms Klamm denken irgendwie. Fragt mich nicht warum, aber ich muss da gerade echt dran denken. Oh, was haben wir denn hier? Magischer Turm. Okay. Ja, die Verteidigung ist schon etwas abgehärteter. Ich merke das schon. Und die kriegen eine Beförderung. Sehr schön. Kommt ihr ran? Ja. Ihr könnt sogar angreifen. Hey, ja dann los.
Dann ran an den Speck. Ach, guck mal an, da baut er sich auch einen magischen Turm auf. Ah ja. Darf ich aber nicht angreifen. Geh schon! Klatsch. Ich finde das so geil. Klatsch. Herrlich. So, die gehen dahin. Ja, du kannst nächste Runde an Land gehen. Die können definitiv an Land gehen. Schon mal perfekt. Du greifst das Vor an. Heilung. Irgendwas wurde befördert. Der Scharfschütze wurde befördert. Erfahrung. Auf jeden Fall. Erfahrung ist immer gut. Und immer wichtig. Je mehr Erfahrung, umso besser. Oh, da hat er irgendwas reingezaubert, sehe ich gerade. Darum werden wir uns aber gleich kümmern. Die Forschung am neuen Zauber ist sehr gut. Wiederaufbau haben wir erforscht. Sehr schön. Feuerball, genau. Nehmen wir als nächstes. Wir dürfen zweimal angreifen, dann einmal hier rauf. Okay, das hat jetzt nicht sehr viel gebracht. Ui. Okay, das hat schon ein bisschen mehr geschadet. Oh ja, das hat ein bisschen mehr geschadet. Auf jeden Fall hat es ein bisschen mehr geschadet. Ein bisschen sehr viel mehr. Was ist das hier eigentlich cooles? Zaubertestgelände. Ah ja. Okay. Interessant. Hier geht mal ruhig zur Seite, weil dann könnt ihr nämlich danach direkt die Stadt des Gegners angreifen. Oder noch besser geht man dahin. Könnt ihr nämlich auch damit hin. Und die Jungs können da auch mit hin. So, Bogenschützen. Legt an. Feuer. Sehr schön. 22 Punkte Schaden. Nicht schlecht. Nochmal 13. Sind wir schon bei 35. Und nochmal 11. 46 Schaden nur durch die Bogenschützen. Und damit hat sich das erledigt. Kürbisburg. Aha. Die nächste Stadt, die Ziel unserer Begierde sein wird. Ups. Ach, nein. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. So, was haben wir hier? Präzisionsschuss. Präzisionsschuss. Das sollte er nicht machen. So, die kriegen erstmal Heilung. Die besuchen schon mal die nächsten Ladies. Leider brauche ich 700 Gold. So viel Gold habe ich gerade nicht. Blöd. Ah, baut mal ruhig einen Markt erstmal. Genauso wie ihr. Ihr könnt auch erstmal einen Markt bauen. Ah, guck mal. Hier ist sogar noch Sumpfgebiet, sehe ich gerade. Nee, nee, nee. Da müssen wir aber nochmal ran hier. Das mache ich gleich mal. Was bauen wir denn hier? Mana-Gewölbe. Ja, dann bauen wir ruhig mal das Gewölbe schön in die Wüste, weil dann bringt das nämlich einen Boni. Bonus, nicht ein Boni. Boni ist Mehrzahl davon. Verdorrung. Wo haben wir denn hier Sumpf? Ne, Sumpf, da hatten wir Sumpf. Und hier haben wir auch nochmal Sumpf. So, damit hat sich das nämlich auch erledigt. Und die Kosten sind beseitigt. Mhm. Das war ein Zauber, den er gewirkt hat. Ah ja. Also ist seine Hauptstadt ganz in der Nähe. Seine Hauptstadt ist nah. Würde ich fast sagen. Wenn ich schon bedenke, dass er jetzt schon da mit seinen Leuten angeschissen kommt, dann ist seine Hauptstadt ziemlich nah. Ich speichere das mal kurz. Unser Let's Play 2. Guck mal gerade. Ja, 40 Minuten Aufnahme. Okay. Gut, gucken wir mal weiter. Also unsere Schiffe ballern schon mal aus allen Rohren drauf. Genauso wie unsere Bogenschützen.
Und die kriegen sogar eine Beförderung. Sehr schön.